Hey Leute und willkommen zurück zu HTML. So, heute sind wir sozusagen das erste Mal fast fertig mit, ja, oder eigentlich sind wir fertig mit den Basics und wollen uns jetzt den fortgeschrittenen Themen widmen. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wenn ihr irgendwas Komplizierteres machen wollt, wie geht das eine, wie geht das andere? Genau dafür bin ich ja da. Okay, ja, zum Blog kreieren reicht es aber wahrscheinlich schon. Dann könnt ihr erstmal ein bisschen coden und wenn ihr dann irgendwie nicht mehr weiterkommt, dann sagt ihr mir Bescheid und dann, oder guckt einfach dann das passende Video dazu. Alles klar. Ja, heute fangen wir an mit, oder was heißt wir fangen an? Wir machen heute iFrames. iFrames sind sozusagen die Methode, mit der ihr mehrere oder eine Webseite in eine andere Webseite einbetten könnt. Das heißt, ihr habt dann nachher so ein kleines Fenster und da drin hat man dann ein weiteres, eine weitere Webseite, die vielleicht nicht mal von euch ist. Braucht man zum Beispiel, wenn man irgendwie Werbung schalten möchte. Oder man braucht es, wenn man einfach irgendwas anderes auf seiner Webseite noch darstellen möchte. Geht im Prinzip nicht so allzu schwer. Man schreibt einfach hin ein Tag und nennt den iFrame. So, allerdings ist das Wichtige ist jetzt, dass ich hier meine Source angebe. Also das heißt, wo ich hin möchte, src. Und hier kann ich jetzt sowas machen wie, Sekunde, ich suche mir gerade was Passendes raus. Einfach den Link kopieren von dort, wo ihr hin wollt. Wenn es euer eigener ist, dann gebt ihr einfach die Seite an. Zum Beispiel meine andere Seite .html oder sowas. Wenn es eine fremde Seite ist, dann müsst ihr unbedingt noch http://www. dran setzen. Und genau. So, dann speichern wir das und führen das einfach mal aus. Da haben wir schon gesehen, ich habe schon ein bisschen rumprobiert vorher. Genau. Ja, jetzt sind wir auf der Seite von Lorem Ipsum und diese Seite ist quasi in unserer Seite drin. Das heißt, ich kann hier rumscrollen und auch runterscrollen und alles Mögliche. Sieht ziemlich geil aus und ist auch sehr praktisch, allerdings teilweise sehr gefährlich, denn ich könnte jetzt hier auch einfach eine böse Seite reinmachen oder ich hätte vielleicht die Möglichkeit gehabt, keine Ahnung, mich als Hacker da rein zu hacken und vielleicht das iFrame, die SRC von dem iFrame auszutauschen. Und deswegen sind iFrames so ein bisschen in Verruf geraten. Deswegen hat HTML5 auch ein neues Feature eingefügt, das nennt sich Sandbox. Sandbox ist quasi hier hinten dran, einfach noch so ein weiteres Dingens, Sandbox gleich. Und hier kann man jetzt eingeben, möchte man irgendwas erlauben oder möchte man irgendwas nicht erlauben. Also zum Beispiel möchte man, dass der User sich irgendwo einloggen kann, dann macht man Allow Forms. So, wenn man jetzt mehrere Sachen haben möchte, also mehrere Sachen erlauben möchte, dann kann man hier einfach ein Leerzeichen hinten dran eingeben und dann weitermachen, also sowas wie Leerzeichen und dann gibt es noch weitere Möglichkeiten, was ich hier alles machen kann, zum Beispiel, dass Pop-ups erlaubt werden, ansonsten standardmäßig ist alles falsch. Allow Pop-ups. Wer hätte es gedacht? Ich habe noch die Möglichkeit, dass APIs erlaubt werden, also fremde APIs, zum Beispiel die von, keine Ahnung, YouTube oder sowas. Allow Pointer Lock. Und das Wichtigste wahrscheinlich ist Allow Scripts. So. Also ihr solltet hier auf jeden Fall nur das machen, was ihr dringend braucht. Probiert die Seite logischerweise vorher aus, bevor ihr sie irgendwie veröffentlicht oder sowas. Genau. Aber ihr könnt hier eben Sachen erlauben und Sachen verbieten. Wenn ihr hier einfach nur das hier eingibt, dann ist quasi nichts erlaubt. Wir können ja mal gucken, ob es dann noch überhaupt funktioniert. Man sieht, es tut sich was. Mal gucken, was passiert, wenn ich auf Deutsch klicke. Funktioniert auch noch. Also die Seite scheint irgendwie nicht wirklich was zu brauchen. Das ist das Tolle dran. Aber ja, standardmäßig sollte man hier möglichst viel verbieten und nur das erlauben, was man dringend braucht, denn es gibt da wirklich Schwierigkeiten mit der Sicherheit teilweise. Was auch neu in HTML5 jetzt ist, man kann in das iFrame ein SRC-Doc schreiben. Also ich mache das hier mal kurz raus mit der Sandbox. SRC-Doc. So, dieses SRC-Doc macht folgendes. Wenn ich jetzt hier irgendwas eingebe, zum Beispiel ein HTML-Tag, p, ich bin ein Paragraph und fertig. Allerdings funktioniert hier bei den meisten Programmen die Autovervollständigung nicht, also nicht erschrecken. Da müsst ihr dann von Hand tippen. Was das macht, ist folgendes. Wir aktualisieren hier einfach mal. Hier haben wir, ich bin ein Paragraph. Was ist jetzt mit meiner Source passiert? Naja, die ist weg.
Der Trick dahinter ist, dass ihr dadurch irgendwas machen könnt. Also ihr könnt hier zum Beispiel das reinschreiben, sagen wir mal, euer iframe ist von der eigenen Seite. Das heißt, ihr packt hier in dieses SRC-Doc den Code von eurem kleinen iframe rein. Die sollten ja normalerweise eh nicht so riesig sein. Und wenn es unterstützt wird, dann dieses SRC-Doc ist neu seit HTML5. Wenn es unterstützt wird hier, dieses SRC-Doc, sprich ihr einen vernünftigen Browser habt, dann wird dieses SRC-Doc angezeigt und es ist kein echtes iframe mehr, sondern nur noch ein Platzhalter sozusagen. Wenn es allerdings nicht unterstützt wird, dann könnt ihr hier immer noch die Source anzeigen und es wird dieses Lipsum in dem Fall geladen und es wird das angezeigt. Das heißt, das ist für ältere Browser oder den Internet Explorer, der SRC-Doc auch noch nicht unterstützt. Wie es mit Edge aussieht, weiß ich gar nicht genau. Aber ja, sozusagen die Möglichkeit, das hier per Default zu laden, was sicherer ist, was besser ist. Und das hier per Notfall zu laden, wo dann halt der User selber dran schuld ist, wenn er einen alten Browser nimmt. Okay, soviel zum iframe. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und ihr wisst jetzt Bescheid, wie ihr Webseiten in andere Webseiten laden könnt. Alles klar, dann war's das. Bis dann. Ciao, ciao.